Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shot News und Combo Masteries. Wir schauen jetzt mal den ersten Kommentar an von Maxi. Maxi, wie würdest du Brian in Mythic finden? Habe ihn als Epic oft gespielt und würde mich freuen, wenn es ihn in Mythic gibt. Sehe ich genauso. Brian ist mit Sicherheit als Mythic nicht schlecht. Jo, also, dann geht's los. Gucken wir mal ganz kurz, wie es aktuell aussieht. Hier haben wir den Quagmire in Mamas altmodischer Geheimnisschatulle. Dann haben wir hier die Haley Box nach wie vor. Mit der Haley in Mythic, Heavy Metal Haley, Hypno Toad, Chinchilla, Addict Wayne, Eugene Belcher. Dann haben wir hier eine Lois Griffin für 100 Creds. Ja, gucken wir mal ganz kurz da rein. So, dann haben wir das Cigarette Addicts Box. Habe ich euch schon vorgestellt. Mit Cigarette Addicts, Prescription Weed, Hypnotoad, Chinchilla Addict, Wayne, Hank Hill und Mac Griffin. So, dann wären wir eigentlich schon soweit. Dann wären wir schon bei den Daily Combo Masteries. Jetzt will ich euch allerdings noch eine Info raushauen hier. Und zwar gab es auf der offiziellen Congregate-Seite etwas ziemlich Interessantes. Das lese ich euch gerade mal vor. Hello everyone! Thank you for your continued patience while we work to connect our mistakes. Starting Monday, October the 8th, 2018, the Combo Mastery Shop will contain previously unreleased Mastery Tokens as outlined below. Also erstmal bedankt sich Congregate bei uns für die Geduld, für die Zeit, in der sie da einige Fehler gemacht haben, was die Combo Masteries anbelangt. Am 8. Oktober startet dann, gibt es Änderungen beim Combo Mastery Shop und es wird bis jetzt unveröffentlichte Mastery Tokens geben. Wie bereits erwähnt, as previously mentioned, the contents of the Combo Mastery Shop are normally generated randomly. We are temporarily adding two additional non-random slots to the shop starting on Monday. One of the slots will be a gem offer and the other will be a mastery stones offer, both for the same combo. In addition, we will add the Wingnut Amy combo for mastery stones on October the 8th. After October 22nd, the Combo Mastery Shop will return to its normal 4 random slots. So, also. Das heißt, vom 8. Oktober bis zum 22. Oktober gibt es 2 random, also nicht zufällig ausgewählte Kombos mit hinzu. Eins wird ein Gem-Offer sein, das andere für die Mastery Stones. Aber beide für die gleiche Combo. Zusätzlich wird es die Flügelmutter Amy Combo bei den Mastery Stones am Oktober den 8. geben. Nach dem 22. Oktober wird es wieder mit zufälligen Kombos weitergehen. Nur zufälligen. So. Also, please remember that these will be available for both Gems and Mastery Stones. Also bitte denkt dran, diese Kombos wird es für beides geben. Für Gems und Mastery Stones also. Da geht's dann los. Wir sind am 10.8. gibt's dann den Badminton Roger und die Wingnut Amy. Oh mein Gott. Am 8.10. gibt's den Badminton Roger und die Wingnut Amy. Am 9.10. den Trippy Zoidberg. Leck mich am Buckel. Am 10.10. Boy Witch Steve.
Am 11.10. Heavy Metal Haley. Am 12.10. Pool Shark. Am 13.10. Dummy Fight. Wir können nochmal Folgendes jetzt machen. Ich würde mal einfach jetzt Folgendes tun. Und wir machen mal Folgendes. Also, ich würde jetzt hier mal. So. Und dann schauen wir doch einfach mal, dass ich das Ganze hier. So, also. Gut, die meisten Kombos kennt ihr ja mit Sicherheit. Dann haben wir hier. Also, fangen wir damit an. Fangen wir hiermit an. So. Das hier ist der Badminton Roger, den kennt ja mit Sicherheit jeder von euch irgendwo. Dann hätten wir den Trapezoidberg. Das ist dieser hier. Trapezoidberg. Ja. Das ist sowieso übel. Trapezoidberg ist wirklich übel. So, dann hätten wir als nächstes den Boy Witch Steve. Boy Witch Steve ist jetzt das hier. Steve Smith mit Kostümkarten. Auch eine üble Kombo. Das ist wirklich eine üble Kombo. Na, können wir ganz kurz hier durchschauen. So, dann hätten wir am 11.10. Heavy Metal Haley. Kennt mit Sicherheit jeder. Haben wir ja schon in dieser Box gesehen. Heavy Metal Haley. So, und das hier ist auch wieder mit Kostümkarten. Und die Haley ist auch eine geile Kombo. Mega nice, auf jeden Fall. Aber jo, als nächstes wäre dann am 12.10. Pool Shark. Bin ich gerade am überlegen. Pool Shark. Pool Shark. Ah, Haley, okay. Mit Sportkarten. Pool Shark. Okay, ist auch nicht so schlecht hier. Pool Shark. Alles klar. Als nächstes hätten wir am 13.10. Dummy Fight. Oh mein Gott. Dummy Fight. Mit dem Roger. Das ist eine Kombo. Da freue ich mich dann auch schon drauf. Freezer Dome Jean. Oh mein Gott, am 14.10. Freezer Dome Jean. Das ist der hier. Holy. Ich liebe den Freezer Dome Jean. Das ist echt nicht schlecht. Ja. Am 15.10. Victory Dance. Da ist Victory Dance. Ah, gut, die brauche ich jetzt nicht wirklich. Victory Dance. Dann haben wir einen Tag ein bisschen Ruhe. Dann haben wir Chris Painting. Normal ist eigentlich so und mach's nicht so. Kopieren. Chris Painting. Einfügen. Da haben wir's. Chris Painting. Ja, finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Chris Painting. Smoke Bomb am 17.10. Smoke Bomb am 17.10. Die ist nicht schlecht. Das ist eine Klaus Heißler Kombo. Die mal echt ganz gut ist hier mit Cripple All, mit Bombe und mit Gas. Die ist echt nice. Smoke Bomb.
Am 17.10. Maximax Smokebomb. So, Santa Killer Haley. Machen wir da rein. Santa Killer Haley. Oh. Okay. Tennis Dan am 19.10. Hätte wahrscheinlich auch anders, der funktioniert aber so. Tennis Dan am 19.10. Tina Tackle. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, da sehe ich jetzt was kommen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Tina Tackle. Auch nicht schlecht. Dann kommt, oh mein Gott, darauf freue ich mich riesig. Am 21.10. eine Combo, die ich regelmäßig spiele. Der Mr. Deliver. Für mich mega nice. Ich liebe den Mr. Deliver. Ja, und wenn da die Bombe noch mal stärker wird, holy. Oh, der mal maxed out. Ja, und das noch als Combo Mastery. Juhu. So, der Mr. Deliver. Und dann der Water Polo Steve am 22.10. So, Water Polo Steve am 22.10. Das ist jetzt wieder nicht so eine tolle Combo. Ja, lesen wir mal weiter, was da sonst noch so steht. You have shared some valid concerns and questions so far, and we are grateful to have such a communicative group of players. Our main focus at the moment has been to make combo masteries that were given only to certain players available to everyone, but we are working on updating our support policy and a combo mastery system. Also. Haben sich halt viele sehr, sehr beschwert und haben einige Fragen gestellt wegen den aktuellen Combo Masteries. Und Congregate bedankt sich bei seinen sehr kommunikativen Mitspielern. Und aktuell haben sie sich halt hauptsächlich darauf konzentriert, die Combo Masteries nur für spezielle Spieler verfügbar. Anstelle sie nur, was? To make combo that were given only to certain players available to everyone. Also Combo Masteries, die bis jetzt nur für bestimmte Spieler zur Verfügung standen, die allen zugänglich zu machen. In the coming days and weeks we will be sharing more responses and information updates to support policies and possibly some changes to Combo Mastery. Thank you for your continued patience, understanding and for playing Animation Throwdown. Also in den kommenden Tagen und Wochen wird es mehr Antworten geben und mehr Infos und eventuell Änderungen bei den Combo Masteries. Und sie bedanken sich bei uns für die andauernde Geduld. Das Verständnis und dass wir Animation Throwdown spielen. So, dann wären wir erstmal hiermit durch. Jetzt gehen wir in die. Also, ich sag mal so, ich freue mich jetzt schon riesig auf Wingnut Amy, auf Badminton Roger, auf. Ja. Dummy Fight. Tina Tackle und Mr. Deliver, das sind so die Combos, wo mega nice sind auf jeden Fall, also wo ich was mit anfangen kann hauptsächlich. Und da bin ich mal gespannt. Also, jetzt gehen wir aber rein in die aktuelle Combo Mastery von heute und auch hier heute ein mega, mega, mega Combo Mastery Sortiment. Ja, also wirklich übel, richtig krank. Gut, wir fangen jetzt an mit Belcher Date Night. Das ist jetzt nicht unbedingt so die Oberbrüller-Combo, ja. Das ist sie nicht. Belcher Day Night. Date Night. Sorry. Hier mit Flugzeugkarten.
oder Flugkarten. Ja, ist jetzt nicht wirklich prickelnd, aber jetzt kommt sie. Eine der stärksten Kombos des ganzen Spiels, muss man wirklich so sagen, ist übelst. Ich liebe diese Combo. Der Devil Bobby. Und wenn es Combos gibt, für die es sich wirklich lohnt, 500 Gems rauszuhauen, ja, dann ist es tatsächlich hier ein Devil Bobby. Ja. Also, gehen wir mal hin, dann quadfusen wir den mal. Maxed out. So, dann hat er hier 1866 bei Rogers Kleiderschrank 16, 16, 15, 16-fach Revanche, 16-fach Leech, 15-fach Craze. Ich mir jetzt vorstelle, darauf nochmal 10%, das wären dann 18, 18, 17 und 20, 73. Holy. Hier nochmal stärker mit dem Book of Spells. Mein Gott. Devil Bobby ist wirklich krank. Also das Ding ist übel. Und da ja jetzt auch der Kostüm BGE kommt, ja, wird diese Combo hier extrem gefährlich werden. Also, wenn da ein Bobby gespielt wird, ist es ganz, ganz wichtig, dass man zusieht, dass man diese Karten hier gleich von Anfang an zerstört. Gerade ein Kleiderschrank oder ein Bobby. Das Ding darf gar nicht erst in Fahrt kommen, sonst hast du ein Problem. So, das ist der Devil Bobby. Also wenn ich genügend Gems zur Verfügung hätte, ich würde mir das Ding, ich würde es mir holen, ich würde den hochballern. Ey. Und dann kommt die nächste Combo, die ich absolut feier. Ja, also ist auch eine übelst kranke Combo für den Roger und ich liebe den Roger inzwischen, ja. Ich spiele den extrem gerne. Das ist das Supermodel Roger. Und das auch diese Combo, Leute, die ist richtig krank. Also, und auch da wiederum, das ist Hardcore, ja, wenn ich mir vorstelle. Also erstens, du hast hier Sad Clown, Sepp Brannigan Portrait, Peter's Drawing, diesen Ghost Boy und Miguel. Plus den Roger. Und dann kommt dieser Supermodel Roger raus und der hat hier gleich mal 10-fach Craze, 13-fach Gas, 1849. Wenn wir das Ding hier maxen, ne, maxed out, holy crap, dann hast du hier 16-fach Gas, 12-fach Craze, 21. Ja, der macht auch so ziemlich alles kaputt, ne, also dann dadurch, dass er die Gasattacke hat. Also das ist Supermodel Roger ist, wird auch eine harte Nuss werden jetzt beim Kostüm BGE. Und diese Combo Mastery lohnt sich auf jeden Fall, wenn jemand einen Roger gerne spielt. Wenn man das jetzt in Verbindung bringt mit jetzt gibt es den Badminton Roger also morgen. Plus dann nochmal den Mr. Deliver am 21.10. Dann hast du da wirklich ein ganz heißes Ding am Start, ja. Bei meinem Account habe ich ja sogar zwei Rogers inzwischen gemaxt. So, und dann haben wir hier als allerletztes, die ist jetzt natürlich nicht ganz so toll. Das ist die Future Mag. Und die Future Mag ist, ja, ist mega viel Schrott. Future Mag lohnt sich überhaupt nicht. Da ist hier eben eine Mauer. Und wenn ich mir angucke, dass da aus zweifach Revanche. Oder hier in der Leggy-Version, neunfach Leech, fünffach Bodyguard, dass da eine Elfer Mauer wird. Pff, das ist, lohnt sich überhaupt nicht, das Ding. Ja. Also die Combo könnt ihr gerne vergessen, getrost vergessen. Ja.
Bedeutet also Folgendes für den heutigen Shop. Wir haben zum einen den Devil Bobby für die Pay-to-Win-Spiele oder diejenigen, die genügend Gems zur Verfügung haben. Wir haben Supermodel Roger. Und jeder, der einen Roger gerne spielt, sollte sich über die kommenden Tage freuen. Ja, Supermodel Roger heute. Dann Badminton Roger als nächstes. Dann haben wir, wie gesagt, dann haben wir hier Mr. Deliver noch. Es kommen auf jeden Fall gute Zeiten für Roger-Spiele. Jo, also wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Wenn ihr ihn abonniert, dann läutet auch gleichzeitig die Glocke, damit ihr dann auch über die News von uns informiert werdet, wenn wir neue Videos hochladen. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.